1 Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben ein Thema heute Nacht und das Thema heißt: Das darf mein Partner niemals wissen. Gibt es in eurer Partnerschaft ein solches Geheimnis, dass ihr sagt, das darf der niemals wissen, das darf sie niemals wissen? Tragt ihr das vielleicht schon sehr lange mit euch herum, vielleicht schon Jahrzehnte? Und habt Lust, heute Abend mit mir darüber hier in der Nacht ganz unter uns zu reden. Also wenn ihr darüber reden wollt, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 220 5050, eine kostenfreie Telefonnummer, Faxnummer 0800 220 5051. Oder ihr könnt natürlich auch mailen unter domian@wdr.de. Das darf mein Partner niemals wissen. Lili, 20 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Was darf er denn niemals wissen? Ja, meine Lebensgeschichte. Was ist das für eine Lebensgeschichte? Es geht um Depressionen, Suizidversuche und ja, das, was in meiner Kindheit vorgefallen ist. Was ist denn da vorgefallen? Missbrauch. Ich höre da sowas klackern. Was ist das? Das ist mein Videorekorder. Ach so. Ich kann ihn gerne ausmachen. Nee, lass mal. Das stört nicht. Wie lange bist du mit deinem Freund schon zusammen? Seit 4 Wochen. Ach, erst seit 4 Wochen? Ja, die früheren Beziehungen sind eben durch diese Geschichte kaputt gegangen. Ja. Nun hast du gerade gesagt, Depressionen, Suizidversuche, also Selbsttötungsversuche. Ja. Und du hast etwas gesagt, was ja sehr schwerwiegend ist, Missbrauch. Ja. Du bist in deinem Leben, in deiner Kindheit, in deiner Jugend sexuell missbraucht worden. Ja. Von wem? Von einem Nachbarn. Wie alt warst du da? Als es angefangen hat, war ich 7. Und wie lange dauerte das? Bis ich 14 war, also 7 Jahre. So lange? Ja. Und wie oft ist das vorgekommen damals? Ja, es gab da jetzt nicht bestimmte Zeitabläufe oder so, je nachdem, wer mich halt erwischt hat. Also einmal im Monat durchschnittlich? 2-3 Mal im Monat vielleicht. 2-3 Mal im Monat. Du hast immer Angst gehabt, es irgendjemandem zu erzählen? Ja. Hast du es mal versucht, jemandem zu erzählen? Ja, also meine Eltern wissen das mittlerweile. Ja, mittlerweile, aber damals meine ich. Ich konnte es nicht, er hat halt auch gedroht. So ein kleines Kind, das muss man sich vorstellen, in dem Alter ist man ja noch sehr leicht zu beeinflussen. Also der hat dir gesagt, wenn du das irgendjemandem erzählst oder zu Hause erzählst, dann tue ich dir Böses an oder ich bringe dich um oder sowas in der Richtung. Er hat gedroht, meine Familie auszulöschen. Die Familie. Er hat dich regelrecht vergewaltigt, all die Jahre. Ja. Hat Geschlechtsverkehr ausgeübt mit dir. Mit dem kleinen Mädchen. Ja. Wann hast du es, in welchem Alter hast du es jemandem erzählt? Ich bin dann mit 14 schwanger geworden. Von dem Mann? Ja. Aber da habe ich es meinen Eltern noch nicht gesagt, sondern erst knapp 1,5 Jahre, nachdem das Kind schon auf der Welt war. Das heißt, das Kind existiert? Ja, das Kind existiert. Ist es bei dir? Nein. Wo ist es? Ich habe das zur Adoption freigegeben. Ja. Mir wird gerade ganz, ganz heiß und kalt, wenn ich mir vorstelle, dass du als 14-jähriges Mädchen diese Schwangerschaft hast aushalten müssen, von deinem Peiniger. Das Kind deines Peinigers in dir zu tragen. War es nicht eine furchtbare Zeit? Ich habe es nicht wirklich wahrgenommen. Ich kann es auch jetzt manchmal noch gar nicht richtig wahrnehmen. Das Kind ist jetzt im Kindergarten und redet schon vollständige Sätze, wenn man sich das mal vorstellt. Ja. Hast du noch in irgendeiner Weise Kontakt zu dem Kind? Ja. Ja. Ach so, du weißt, wo es ist und du hast es auch gesehen. Ja. Wann hast du es das letzte Mal gesehen? Am 6. Juni. Gehst du dann dorthin, besuchst diese Pflegefamilie oder wie geht das? Ja. Aber das Kind weiß. An neutralen Orten oder halt bei der Familie zu Hause. Und weiß das Kind, dass du die Mama bist?
Sie sagt zwar Mama, aber sie sagt auch zu ihrer Adoptivmutter Mama. Siehst du dieses Kind mit Widerwillen und vielleicht auch ein wenig mit Ekel? Mittlerweile nicht mehr. Ich habe es am Anfang als Fremdkörper betrachtet und die Liebe baut sich auch mittlerweile erst ganz langsam auf. Erzähl mir mal, Lilly, wann du das dann deiner Mutter oder anderen Leuten alles dargelegt hast, was passiert ist. Ja, wie gesagt, das war knapp anderthalb Jahre nach der Geburt und da ist es mir dann plötzlich irgendwann rausgerutscht. Meine Mutter meinte, ja, sie ahnt da schon was. Ja. Und da habe ich ihr das dann halt gesagt. Ich habe ihr nicht gesagt, wer es war und sie denkt, es wäre auch nur das eine Mal gewesen. Ach so, bis heute denkt sie das? Das denkt sie bis heute, ja. Hat sie sich damals nicht gewundert, dass du das Kind dann weggeben wolltest? Gab es nicht den Vorschlag deiner Mutter, komm, das nehmen wir jetzt zu uns in die Familie? Nein, sie war definitiv gleich für Abtreibung. Sie war für Abtreibung, aber du nicht? Das Herz hat schon geschlagen. Das konnte man schon sehen. Das heißt, das war zu spät für eine Abtreibung? Nein, zu spät war es noch nicht. Das Herz fängt ja ab der 8. Woche an zu schlagen, glaube ich. Aber du, für dich war auch vorher schon klar, also als es noch möglich gewesen wäre, nein, abtreiben will ich es auf keinen Fall. Genau. Warum nicht? Ich weiß nicht, das sind zu zwiegespaltene Gefühle gewesen. Auf der einen Seite dieser Hass und dieser Ekel, dann auf der anderen Seite, ja, da lebt irgendwas in dir. Wobei jeder Mensch auf der Welt, glaube ich, dich verstanden hätte und niemand hätte dich verurteilt, wenn du es gemacht hättest. Naja, nun ist es anders gekommen. Ja. Deine Mutter glaubt bis heute, dass es nur einmal passiert ist. Ja. Wer weiß denn von dem großen Umfang, so wie du es mir gerade hier erzählt hast, wer weiß davon heute? Also die nahe Verwandtschaft. Ich wohne nicht mehr bei meinen Eltern, aber meine Eltern leben mit dem engsten Familienkreis halt in einem großen Hof. Ja. Links und rechts zwei Häuser mit Tante und Onkel und Cousinen und Cousins. Und dann hat meine Eltern in einem anderen Haus, also die wissen das. Und ob das Freunde von meinen Eltern wissen, weiß ich nicht. Ach, die Verwandtschaft weiß das, aber deine Eltern wissen es nicht. Nur die Ängste, doch meine Eltern wissen auch nur, dass es einmal war. Ja, ich sag. Das denken auch die Verwandten. Ach so, nee, ich hatte gerade gefragt, wer weiß denn, dass es so lange angedauert hat, dass das Schlimme. Niemand. Niemand. Das heißt, das hast du mir jetzt gerade zum ersten Mal erzählt? Ja, so, und zwar okay, mein Psychiater, der wusste das. Achso, du bist in psychologisch-psychiatrischer Behandlung? Im Moment nicht. Aber warst du schon? Ja. Gab es denn da die Überlegung auch schon, wurde darüber gesprochen, diesen Mann anzuzeigen? Das haben meine Eltern gesagt und auch der Psychologe hat es wohl mal angesprochen, aber ich habe gesagt, ich will das nicht, ich will nicht sagen, wer es ist, es ist in Ordnung so und ich bin damit fertig. Und ich möchte das Ganze nicht nochmal aufrollen und diese ewigen Aussagen und Verhöre, da graut es mir einfach nur vor. Das kann ich gut verstehen. Aber ich glaube nicht, dass du damit fertig bist. Ich glaube, dass das noch so schwer in dir liegt, das Ganze, was geschehen ist. Ja, vergessen kann man sowas mit Sicherheit nie, aber hast du das denn macht mir jetzt nicht großartige Probleme. Im Moment jedenfalls nicht. Ja, das musst du natürlich entscheiden, wie es für dich am besten ist. Obgleich ich ja immer sage und ich mir so sehr wünsche, dass solche Menschen vor Gericht gestellt werden und dass die entsprechenden Strafen bekommen, die sie verdient haben. Hast du denn nicht manchmal auch richtig Hass auf den? Ja. Der lebt noch. Ich denke schon. In eurer Umgebung? Das weiß ich nicht. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Also, als ich schwanger geworden bin, habe ich ihm das gesagt. Ich habe ihm gesagt, das geht nicht mehr und so. Ich sage das jetzt alles und hat er gemeint, wenn du die Klappe hältst und nichts sagst, dann werde ich verschwinden und du hörst nie wieder was von mir. Ach so, und so ist es gekommen dann? Ja. Er ist weg? Er ist weg. Das heißt, es wäre sogar sehr schwierig, ihn polizeilich ausfindig zu machen. Bestimmt. Sag mal, Lili, unser Thema ist ja ein ganz anderes. Aber das hängt ja alles ganz nah miteinander zusammen. Deswegen ist es ja auch gut, dass wir so lange darüber sprechen. Das Thema heißt ja, das darf mein Partner niemals wissen. Du bist jetzt 4 Wochen verliebt. Ja. Und hast große Angst, all das zu erzählen, was da dir passiert ist. Ich habe es Freunden von mir schon angedeutet. Also das mit dem Kind jetzt nicht, aber das mit dem Missbrauch. Und ich meine, wenn ich meine Arme geritzt habe, das sieht man ja dann. Oder wenn ich dann einfach total apathisch da sitze und nichts mit mir anzufangen ist. Ich glaube übrigens,
Du hast gesagt, ich bin damit jetzt so fertig. Allein die Tatsache, dass du sagst, ich bin depressiv, ich habe Depressionen und ich habe Selbsttötungsversuche unternommen, zeigt ja, wie wenig du damit fertig bist. Ja, ich denke, das sind Nebenwirkungen davon. Mhm. Wie ernst oder wie eng ist denn diese Beziehung, die sich jetzt gerade da im Entwickeln ist zu dem jungen Mann? Ich hoffe, dass das schon noch ernster wird. Mhm. Weißt du, was ich glaube, Lili? Ich glaube, wenn... ist das übrigens das erste Mal, dass du dich jetzt verliebst? Nach all dem? Nein. Ich glaube, wenn sich das gut entwickelt und wenn das eine intensive Liebe wird und du merkst, dass der wirklich es ernst meint mit dir, ich glaube, dass man in einer solchen Liebe so etwas dann auch erzählen muss. Und ich sage bewusst das Wort muss. Denn ich glaube, dass dann der Freund auch ein Anrecht darauf hat, wirklich zu erfahren, was mit dir los ist. Das gehört auch zu der Liebe und zu dem Vertrauen dazu. Das habe ich ja in früheren Beziehungen auch getan. Mhm. Aber daran ist es dann im Nachhinein zerbrochen. Mhm. Oder ich brauchte nichts zu sagen. Das hat man nur gesehen an mir, wie ich da so halt drauf war in solchen Momenten. Ja. Und dann hat er gesagt, nee, so geht das nicht. Aber weißt du, in früheren Beziehungen, du bist jetzt erst 20 Jahre alt. Da warst du noch, da warst du noch jünger und wahrscheinlich waren deine Freunde auch jünger. Ja, also mit 16, 17 hat es vielleicht angefangen. Da ist es natürlich auch sehr schwer, auch für einen Partner mit so einem Schicksal der anderen Person umzugehen. Und je älter man wird, desto reifer sind natürlich dann auch die Partner und desto eher kann man auch den Anspruch erheben und die Hoffnung haben, dass der Partner damit umgehen kann. Ich möchte dich ermutigen dazu, Lili, auch wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast. Dennoch, wenn du dich verliebt hast und wenn du das Gefühl hast, da bahnt sich wirklich eine fundierte, gute Liebe an, ein Verliebtsein an, es auch wieder zu sagen. Aber du hast es ja ganz ausführlich auch früher nicht erzählt, ne? Weil du gerade gesagt hast, du hast es mir zum ersten Mal so ausführlich erzählt. Ja, das stimmt schon. Mhm. Ich finde, und ich glaube, dass es auch für dich gut ist. Und vor allen Dingen kann der Partner auch einschätzen, warum du dich vielleicht auch so seltsam verhältst, für ihn seltsam. Wenn du das nicht sagst, was da im Hintergrund in deiner Vergangenheit passiert ist, dann steht man davor und denkt, was ist das? Ich kann damit nicht umgehen. Aber dann kann man es einordnen und versteht das auch. Ja. Liebe Lili, ich möchte, dass du noch in aller Ruhe mit meiner Psychologin jetzt sprichst und redest. Ich möchte auch in der Beziehung gerne, dass ihr noch eine Weile miteinander redet, was du dir sonst jetzt noch Gutes antun könntest, ob du nochmal in eine Therapie gehst oder in eine andere Therapie, was auch immer. Ja. Ja? Mhm. Dann legst du bitte auf und die Heide, so heißt meine Psychologin heute Nacht, die ruft dich an. Und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, wirklich, und alles Gute. Und ich wünsche dir auch eine gute Liebe und dass diese Liebe das aushält, wenn du ihr das erzählst und dass du aufgefangen wirst in dieser Liebe. Ja, ich hoffe das. Alles Gute. Danke, Domian. Auf Wiederhören, Lili. Tschüss. Unser Thema heißt, das darf mein Partner niemals wissen. Gibt es in eurem Leben so etwas, was ihr auch eurem Partner gegenüber oder vielleicht gerade eurem Partner gegenüber vollkommen geheim haltet, vielleicht schon über einen langen Zeitraum? Vielleicht habt ihr Angst vor der Reaktion des Partners, wenn ihr es sagen würdet. Vielleicht schämt ihr euch auch. Vielleicht ist es auch irgendetwas, was ihr selbst gar nicht so einordnen könnt und für euer Leben selbst auch gar nicht richtig versteht, dass dieses irgendwann vielleicht mal passiert ist. Oder ihr habt so eine Art Doppelleben und sagt, ich kann gar nicht anders. Ich will meinen Partner haben, aber ich will dieses andere auch haben. Also wenn ihr mir davon erzählen wollt über so etwas, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 220 5050, eine freie Telefonnummer, eine kostenfreie Telefonnummer. Frank, 37 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo Frank. Genau das ist es, was du gerade gesagt hast. Nämlich? Meine Frau behalten, aber trotzdem meinen Spaß haben. Mhm. Und was bedeutet dein Spaß haben, was ist das? Seit einem Jahr ein Verhältnis mit zusätzlich drei Frauen. Du hast seit einem Jahr, ich muss es wiederholen,
Du hast eine Ehefrau. Wie lange bist du mit ihr zusammen? Zusammen sind wir jetzt 11 Jahre. 11 Jahre. So, und jetzt hast du seit einem Jahr ein Verhältnis mit 3 weiteren Frauen. Ja. Wissen die 3 Frauen voneinander? Oder denkt jede Nein. Nein, die wissen zwar alle, dass ich verheiratet bin, dass da noch 2 im Endeffekt sind, das wissen sie nicht. Sind das reine Sexbeziehungen? Hauptsächlich, ja. Was heißt hauptsächlich? Ja, also es gibt auch mal, es kommt noch mal vor, einen Kaffee trinken zu gehen oder einfach mal irgendwo hin oder was weiß der Geier, also irgendwas ist immer, aber hauptsächlich Sex, ja. Achso, aber ich wollte darauf hinaus, es ist keine Verliebtheit im Spiel. Nein. Nein, das nicht. Mhm. Nein. Ich meine, da bist du ja nun heftig gefragt und gefordert, auch als Mann, ne? Naja, okay, das ist ja nicht jeden Tag. Ne, also es ist auch mal eine Woche oder auch 2, wo dann gar nichts ist oder auch gar kein Treffen, weil diejenige dann auch nicht kann und gut ist. Ne? Also wohnen die alle so in deiner Stadt, in deiner Umgebung? Im Umkreis von 50 Kilometern. Das heißt, du musst doch in einem ständig jonglieren mit den Ausreden und Lügen und... Genau. Ja, aber Lügen tue ich auch eigentlich nur zu Hause. Ja? Ja. Naja, den anderen Frauen gegenüber teilweise ja auch, wenn du dich... mit Frau 3 triffst und Frau 1 ruft dich an und sagt, ich möchte gerne dich sehen, dann musst du wieder auch irgendwas erzählen. Da geht es dann um die Koordination. So meine ich es. Ja. Mhm. Das heißt, du belügst permanent deine Ehefrau. Mhm. Wie fühlst du dich dabei? Tja, wie fühle ich mich dabei? Eigentlich scheiße. Aber andersrum, ich weiß nicht. Warum ist es dazu gekommen? Weil mir das eigentlich zu Hause fehlt, was ich woanders suche. Was fehlt dir denn dazu? Einfach der Sex. Gibt es zu Hause gar keinen Sex mehr? Selten. Und wenn es den gibt? Wochen. Alle 8 Wochen und dann 0815? Ja, eben auf die Schnelle. Ist das für deine Frau auch so? Eher langweilig? So wie sie sagt, zum Teil. Und dann versuche ich halt irgendwie rauszukriegen, warum, wieso, weshalb, aber sie geht da nicht näher drauf ein. Habt ihr Kinder? Ja, 2. 2 Kinder. Mhm. Jetzt läuft das seit einem Jahr. Die Frauen wohnen in einem Umkreis von 50 Kilometern. Mhm. Das heißt, die Bombe kann jeden Tag, kann sie hochgehen. Ja, kann richtig. Sie hochgehen. Ja. Du spielst also mit deiner Familie, mit der Ehe. Du gehst alle Risiken ein. Ja. Das heißt, das kann morgen alles vorbei sein. Könnte alles morgen vorbei sein, ja. Du willst deine Ehe haben, so hast du es gerade bei mir am Anfang gesagt. Genau. Und du willst deinen Spaß haben, ne? Ja, richtig. Ist eine schäbige Einstellung, finde ich. Ja, ich weiß. Ja? Mhm. Wie würdest du das denn am liebsten weiter durchziehen? Genauso wie bisher? Jein. In einer Art nicht. Ich sag mal, ich gehe mal davon aus, dass in jeder Beziehung am Anfang alles in Ordnung ist. Ja. Ob das das Bett ist, das spielt gar keine Rolle, eben alles in Ordnung ist. Ja. Und das dann auch in jeder Beziehung halt nachlässt. Deswegen habe ich auch nur Verhältnisse mit verheirateten Frauen. Diese 3 Frauen sind auch alle in einem in Beziehung. Mhm. Ja. Mhm. Und im Endeffekt bin ich ja darauf gekommen, dass wirklich in jeder Ehe das gleiche Problem herrscht. Mhm. Irgendwann der Alltag. Ja, aber in jeder Ehe, sagen wir nicht in jeder, aber in sehr vielen, wird aber auch geschwiegen. Und die Leute halten den Mund letztendlich und dadurch entstehen auch diese ganzen Probleme. Man könnte ja vielleicht auch diese Lustlosigkeit, die vielleicht auch normal ist, wenn man so lange zusammen ist, könnte man ja auch versuchen, auf eine ganz andere Art und Weise zu lösen. Richtig. Und ist ja nicht so, dass ich dann jetzt von heute auf morgen gesagt habe, so also jetzt tue ich das einfach. Nein, ich habe es ja immer wieder versucht und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Bis vor einem Jahr, als es anfing mit den 3 Frauen, warst du da deiner Frau treu? Ja. Da warst du treu? Immer, ja. Mhm. Ich frage dich und ich bitte um eine klare, schnelle, spontane Antwort. Mhm. Was empfindest du für deine Frau? Eigentlich Liebe, immer noch. Mhm. Immer noch. Mhm. Ich liebe meine Frau, ja. Ich würde auch alles für sie tun. Ja, du tust eine ganze Menge im Moment schon. Mhm. Ja. Aber, ne? Frank, das geht mir nicht in den Kopf, wenn du sagst, dass du deine Frau liebst. Mhm. Ich kann verstehen, wenn du sagst, da ist irgendwie tote Hose im Bett und ich will auch was anderes erleben mal. Mhm. Aber ich finde, dass man dann mutig sein muss und ehrlich sein muss, dass man das mit dem Partner bespricht. Und dass man gemeinsam mit dem Partner Lösungen sucht, die es ja gibt. Man kann in einen Swingerclub gehen, man kann mit mehreren was machen, man kann sich gewisse Freiheiten zubilligen, was auch immer. Aber man kann es ja mal versuchen, erstmal offen zu reden. Mhm. Aber diese heimliche Welt, die du dir da aufgebaut hast, die tut dir ja auch nicht gut.
Ich könnte mir vorstellen, dass du auch unter sehr starkem schlechten Gewissen leidest, oder? Teilweise, ja. Nur teilweise? Teilweise, nicht immer, nein. Wenn das deine Frau mit dir machen würde, drehen wir den Spieß mal rum. Ja. Und du würdest das erfahren, wie würdest du reagieren? Ich weiß es nicht. Deine Frau hat noch... Eigentlich müsste ich so reagieren, wie es normal sein sollte. Ich kann überhaupt nicht sagen, weil ich das gleiche Spiel spiele. Okay, aber im Grunde genommen wärst du wahrscheinlich sickig und sauer. Ja, gehe ich von aus. Wer ist da nicht sauer? Die hat drei andere Kerle nebenher laufen und hat reichlich ihren Spaß im Bett mit denen und will dich auch noch haben, weil sie dich ja eigentlich liebt, so wie du es gerade auch ausgedrückt hast. Das ist ja richtig, deswegen sage ich, verstehe es ja total selber nicht. Das ist kein Lebensmodell, Frank. Nee, ist auch nicht, ich weiß. Dann muss man, ich finde, da muss man so konsequent sein und sagen, pass auf, was ist mir jetzt lieber? Ist mir jetzt die Wärme und die Geborgenheit der Ehe und der Beziehung lieber? Mhm. Oder will ich die Freiheit haben, will meine sexuelle Gelüste ausleben? Ja. Und da muss man die Ehe auflösen. Und muss ein Arrangement vielleicht mit der Frau finden, dass man freundschaftlich verbunden ist. Mhm. So steht man gerade da, aber du stehst nicht gerade da. Nee. Und ich denke mir auch gerade, man muss ja auch immer berücksichtigen, den Schmerz, den man dem anderen zufügt, wenn der andere das erfährt. Mhm. Und die Gefahr besteht ja, wie du gerade selbst zugegeben hast, die besteht ja täglich letztendlich. Mhm. Was für eine Demütigung für deine Frau. So, nu, was machen wir jetzt? Tja, das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen und ich denke mal an einen Tisch setzen. Ja, warum versuchst du denn nicht, wenn es bisher schon nicht gelungen ist, dann versuch es doch jetzt zumindest, dass du noch offener auch über die Sexualität mit deiner Frau sprichst. Mhm. Dass du einfach sagst, ja, hier, pass auf, ich hab mehr Bedürfnisse. Wie sieht es denn bei dir aus? Fordere doch von ihr auch, vielleicht geht es ihr ganz genauso, es kann ja sein. Und dann setzt euch doch mal hin und sagt euch gegenseitig einfach mal so eure Fantasien. Mhm. Vielleicht gibt es ja irgendeine Ebene, wo ihr euch annähern könnt. Mhm. Und wenn es der Swinger, ich sag jetzt mal nochmal als Beispiel den Swingerclub, muss ja nicht sein, aber ich sag das nur mal als Beispiel. Vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit, wo sie sagt, ja okay, komm, wir versuchen das mal. Mhm. Passt zwar nicht so in meine Moralvorstellung, Wertvorstellung, aber vielleicht um uns zu retten, machen wir das mal. Mhm. Ja, müssen wir mal ausprobieren. Aber dann musst du, wenn du dich jetzt richtig auf deine Frau nochmal einlässt, sage ich mal so, dann musst du die anderen Sachen aber wirklich alle abschießen. Ja. Nur so geht es. Ja klar, anders geht's nicht. So, und wenn du den Versuch unternommen hast mit deiner Frau, gib euch mal ein halbes, ein Dreivierteljahr. Mhm. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, dann kann man ja über grundsätzliche Konsequenzen nachdenken. Ja klar, dann sollte man sich da nochmal überlegen. Ja. Wie ist denn deine Frau in solchen Gesprächen über Sexualität? Ist sie da eher ein bisschen verschämt oder? Ja, doch. Also ist nicht so offen wie ich. Mhm. Nun kann man ja, wenn einer offen ist, kann man ja vielleicht auch so ein bisschen die Dämme brechen bei den anderen. Wenn du so richtig mal von der Leber wegreden würdest. Ich weiß, das ist schwer, wenn man sich lange kennt und alles ist eingefahren, aber nehmen wir es nur mal an. Mhm. Du kennst sie besser als ich. Könntest du dir vorstellen, dass sie vielleicht dann noch ein bisschen anspringt auf diese Themen? Nee. Nicht? Kann ich mir nicht vorstellen. Dennoch musst du es versuchen. Mhm. Dennoch musst du es versuchen. Ich werde es versuchen. Ja. Und die anderen Frauen wirklich verabschieden, ne? Ja. Ich habe nicht so ein gutes Gefühl, dass du das durchziehst. Glaubst du nicht? Nee, ich habe irgendwie irgendwas in mir sagt, nee, der will jetzt aus dem Gespräch raus. Nein. Der sagt, das mache ich. Ich merke es ja selber, es ist Stress teilweise pur. Ja, es ist super Stress. Ja, natürlich. Es geht an die Substanz. Mhm. Es ist zwar irgendwo schön, das streite ich nicht ab, aber wie gesagt, es ist Stress pur. Warum eigentlich gleich drei Frauen? Tja, ich das wüsste. Das weiß ich selber nicht. Hat sich so ergeben? Ja, richtig. Und du warst voller Gier und voller Sucht? Kenne ich im Bekanntenkreis auch immer wieder, dass dann nicht nur auf einer Schiene fremdgegangen wird, sondern dass man gleich fünf Frauen oder Männer hat? Mhm. Fünf vielleicht nicht, aber... Naja, ist ein bisschen viel, fünf. Aber also ist alles schon schlimm genug. Ja, das streite ich nicht ab. So Frank, das war gerade ein Wort. Du hast zu mir gesagt, du willst es versuchen mit deiner Frau. Ja, mit Sicherheit. Man muss es alles immer versuchen. Und wenn es dann gescheitert ist, dann kann man sagen, okay, ich habe es zumindest ausprobiert. Mhm. Toi, toi, toi. Dankeschön, Dominik. Tschüss, Frank.
Ja, wir hören uns. Ich werde mich auf jeden Fall nochmal melden und werde dir Bescheid sagen, was er gegeben hat. Das fände ich sehr interessant. Ich bitte darum, ja. Ja. Auf Wiederhören. Werde ich tun. Alles klar. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen haben wir wieder eine freie Themennacht und ich möchte hinweisen auf den Donnerstag. Donnerstag sind wir wieder früher im Fernsehen, im WDR-Fernsehen, nach dem Kanzlerbungalow um 11:45. Dann auch wieder mit einer freien Themennacht und heute heißt unser Thema, das darf mein Partner niemals wissen. Und wenn ihr mir von solchen Geheimnissen, das sind dann ja Geheimnisse, wenn ihr mir von solchen Geheimnissen erzählen wollt, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 5050. Zum Beispiel hat die Nummer auch die Annemie gewählt und Annemie ist 65 Jahre alt. Hi Domian. Guten Morgen, hallo Annemie. Ja, was hast du angestellt, Annemie? Bei mir ist es zwar noch nicht so lange her und ich bin auch keine 20 mehr, aber trotzdem habe ich eine Dummheit gemacht. Nämlich welche? Ich habe mit dem Mann meiner ältesten Cousine geschlafen. Mit dem Mann der Cousine, also die enge Verwandtschaft. Ja. Und währenddem meine Cousine im Krankenhaus war und ziemlich schwer krank war und ein halbes Jahr später auch drauf verstorben ist. Hm. Bist du denn in einer Beziehung? Natürlich, ich bin 40 Jahre verheiratet. Aha. Ja, wie kam es denn, lass mich mal fragen, ihr kennt euch dann ja auch schon sehr lange, natürlich, verwandtschaftliche Verbindungen. Hat es da schon immer so ein bisschen gebritzelt zwischen dir und ihm? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Wie kam es dazu? Ich kenne ihn, seit ich 19 bin. Da habe ich den damals zusammen mit meiner Cousine kennengelernt. Er hatte noch einen Freund mit dabei und wie gesagt, er hat sich das so entwickelt. Sie hat ihn dann auch geheiratet, beziehungsweise er hat sie geheiratet. Sie ist 10 Jahre älter. Mhm. Und eigentlich war immer nur so ein loses Verhältnis. Mal einen Anruf, einen Brief, eine Karte, so, ne, also wie es eben eigentlich unter Cousinen so üblich ist. Und ich hatte zu ihm überhaupt keinen Kontakt. So, erst nach Wie weit lebt ihr auseinander? 600 Kilometer. Ach, 600 Kilometer. Ja, wir können uns eigentlich nur telefonisch mitbesuchen, ist das immer nicht so toll. Mal zu einem runden Geburtstag oder so, aber... Aber wenn ihr so weit auseinander wohnt, wie kam es denn dann zu diesem Vorfall, sag ich mal? Ja, wir haben dann, als meine Cousine so krank wurde, öfter miteinander gesprochen. Sie hat dann oft mit mir gesprochen und weil sie aber nicht so mehr, der Sprache nicht mehr so mächtig war, sie hatte Parkinson und konnte dann auch mit der Sprache nicht mehr so, dann hat er immer gedolmetscht und also so, dass wir öfter miteinander gesprochen haben. Das heißt, ihr habt nicht nur miteinander gesprochen, sondern ihr habt euch auch besucht. Und ja, die 600 Kilometer. Abständen. Ja, aber bei einem solchen Besuch ist es dann passiert? Nee. Meine Cousine kam dann ins Krankenhaus und ich hatte sie erst schon mal besucht zu dem 70. Geburtstag und dann später eben, wie gesagt, sie wurde immer kränker und musste dann wieder mal ins Krankenhaus und Du erzählst mir jetzt mal, wie das passiert ist. Wo ist es denn passiert? Bei ihm oder bei euch? Bei ihm. Bei ihm. Das heißt, du bist da hingefahren. Ich wollte die Cousine, bevor sie, also weil er mir so klar machte, sie macht es nicht mehr lange, sie wird bald sterben und der Zustand wird immer schlimmer, habe ich gesagt, ich muss noch mal mir diese Last von der Seele, ich gehe noch mal hin, besuche sie noch mal im Krankenhaus. So, dann hast du sie im Krankenhaus auch besucht? Ja. Ja. Und bist du dann nach Hause gegangen und hast mit ihrem Mann geschlafen? Ja. Von wem ist denn da, ist das ausgegangen? Von ihm oder von dir? Ja, wir hatten schon mal ein Gespräch gehabt. Der hat mich manchmal nachts angerufen, weil ich ja so ein Nachtmensch bin. Und er ruft mich dann schon mal so nachts an. Hm. Und da haben wir schon mal so ein intimeres Gespräch geführt und gesagt, ja, wenn ich dich früher hätte so kennengelernt. Und dann habt ihr schon getuchtelt am Telefon? Bei dir, genau. Ja. Ja. Das heißt, das lag schon so ein bisschen in der Luft, als du da hingegangen bist. Ja, und ich wollte eigentlich dann nur mal mein Ego testen. Hm. Ach so, ob es auch funktioniert. Ja, genau. Wie lange liegt das eigentlich jetzt zurück? Ich muss jetzt ein knappes Jahr. Ja. Und ich muss aber sagen, ich hatte 3 Jahre Abstinenz von meinem Mann. Mhm. Also ich habe schon deshalb mal bei dir angerufen gehabt, da bin ich schon mal vorgedrungen. Was war denn das? Lass uns das mal vertiefen. Was war das für ein Gefühl, als du dann mit diesem Mann, deiner Cousine, geschlafen hast? Furchtbar. Furchtbar? Ja. Warum? Es war einfach furchtbar. Ich weiß nicht, was ich mir erhofft hatte. Ich habe nach einem Grund gesucht, warum mein Mann zum Beispiel nicht mehr mit mir schläft. Dass ich gesagt habe, was bist du? Bist du eine Schlampe geworden oder was weiß ich? Warum kann er eigentlich nicht mehr an dich ran? So, bin ich zu alt? Bin ich zu dick? Bin ich nicht mehr attraktiv genug? Und eigentlich, das wollte ich eigentlich nur mal austesten. Also du wolltest ein bisschen Selbstbestätigung haben. Aber warum war es furchtbar?
Ja, ich weiß nicht. Das Gefühl, jetzt hast du deinen Mann betrogen, hast ihn hintergangen und ich bin ja eigentlich aus dem Grund hingefahren, um meine kranke Cousine zu besuchen. Ja. Und so habe ich das ja auch meinem Mann gesagt. Also mit Lust und Leidenschaft war da nichts? Nee, gar ganz nichts. Bestimmt nicht. Also meinerseits auf jeden Fall nicht. Annemie, das ist einmal passiert. Ja, aber ich wäre nicht damit fertig. Ich krieg's nicht aus meinem Kopf. Und ich habe gestern noch, als du das Thema für heute bekannt gegeben hast, ich habe die ganze Nacht noch damit gerungen, rufst du an, erzählst du es. Ich habe es mit in Traummenü übergenommen und der Traum war furchtbar. Ja, ja. Und ich habe mich aber doch entschlossen. Ich dachte, du versuchst es halt nochmal. Du musst mal jemandem erzählen, du musst einfach mal dein Gewissen erleichtern. Du hast es bisher noch niemandem erzählt? Nein. Gar niemandem? Nein. Nein. Und die Ehe ist nach wie vor nicht doll in Ordnung zwischen euch beiden. Ja, kennst du das größte Ungeheuer der Ehe? Das ist das Ungeheuer der Gewohnheit. Mhm. Wie viele Jahre seid ihr zusammen? So sagt man, 40 Jahre. 40 Jahre. Und es schleicht sich alles ab. Wir sind beide Rentner und es ist ein eintöniges Einerlei. Was heißt, ich habe schon meine Bedun. Ich bin in verschiedenen Vereinen engagiert und so, aber dieser Höhepunkt, es ist nicht so, dass ich früh mittags und abends Sex brauche. Das ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Mhm. Ist denn danach, nachdem du fremdgegangen bist, ist dann zwischen dir und deinem Mann schon nochmal was passiert? Ja, im Urlaub jetzt schon mal, wie gesagt, in riesengroßen Abständen. Ist denn, Annemie, die Ehe sonst auch problematisch oder hapert sie? Nee, eigentlich so nicht. Eigentlich seid ihr ein gutes Team, ihr beiden. Ja, so kann man das sagen. Ja. Ein eingespieltes Team, das unter der Gewohnheit leidet. Weißt du, was ich dir sagen möchte? Ich möchte dir sagen, das ist nun mal dumm gelaufen mit dem Mann der Cousine. Ja. Lassen wir nach diesem Gespräch einen ganz dicken Mantel des Schweigens darüber legen. Ja. Und dann ist es gut. Und das musst du deinem Mann auch nicht erzählen, weil ihm das sehr wehtun würde. Wahrscheinlich. Ja. Und du hast es ja jetzt so erklärt, wie das entstanden ist und dass es nicht nochmal passiert. Und du hast ein schlechtes Gewissen sowieso. Komm, schwamm drüber, nur ist es gut. Konzentrier dich auf deinen Mann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es kompliziert ist, wenn man so lange verheiratet ist, dass irgendwie ein bisschen die Luft raus ist. Ja. Aber es ist auch normal. Aber vielleicht muss man dann andere Dinge auch wertschätzen, dass man sich gut miteinander versteht, dass man gemeinsam einen Alltag leben kann, dass man Vertrauen hat zueinander und so weiter. Ja. Und dann ist es halt mit dem Thema eben nicht mehr so das Optimale. Vielleicht muss man sich damit auch abfinden dann. Ich habe jetzt nur Angst, dass das niemand mitgehört hat. Das ist jetzt nur noch meine Angst. Ich habe aber nun den ersten Schritt getan und muss eventuelle Konsequenzen halt ziehen. Ne? Ja. Ich weiß es ja nicht, wer das alles nun hört. Und denn es ist schon mal passiert, als ich mit dir gesprochen habe, vor einer kurzen Zeit, dass es jemand nicht gehört hat und meine Tochter mich daraufhin angesprochen hat. Wollen wir mal den Teufel nicht an die Wand malen? Nee. Wollen wir mal einfach vielleicht dann auch aufhören? Und ich sage dir wirklich, komm, einfach vergiss es. Ich meine schon, wirklich. Ja. Es ist niemandem damit genutzt, wenn du dir den Kopf jetzt kaputt machst. Ja, das stimmt schon. Du hast ja deinen Mann lieb, das höre ich ja. Ja. Trotz aller Problematik. Ja, ganz genau. Und du hast einen Fehler gemacht. Jetzt versuche ihn wieder gut zu machen durch gutes Verhalten deinem Mann gegenüber. Ja, ja. Und das war's dann. Gut, ich danke dir, Domi. Alles Liebe, alles Gute. Schön, mal mit dir zu sprechen. Alles Gute dir, Annemie. Dankeschön. Tschüss. Danke, tschüss. Ihr Lieben, zwischendurch mal die Zeit, ist ja auch ganz interessant. 1.38 Uhr und 24 Sekunden. Unser Thema heißt, das darf mein Partner niemals wissen. Am Donnerstag sind wir im Fernsehen schon um 23:45 nach dem Kanzlerbungalow. Morgen haben wir eine freie Themennacht. Jo, jetzt geht's weiter mit Boris. Und Boris ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Boris! Hallo. Boris schweigt. Hallo, Boris. Hallo. Hallo. Traust du dich nicht? Doch. Du bist so zögerlich. Auf jeden Fall erstmal guten Morgen. Du hast dich auch zu diesem doch eher heiklen Thema gemeldet, dass der Partner etwas nicht wissen darf. Ja. Du bist in einer Partnerschaft? Ja. Hast eine Freundin? Wie lange schon? Über ein Jahr. Ja. Und da ist irgendetwas vorgefallen oder gibt es irgendetwas, was sie nicht wissen darf? Es gibt was früher vorgefallen ist als alt. Ich habe vorher durch meine alte Beziehung habe ich noch zwei Kinder, also zwei verschiedene Frauen. Mhm.
Nur die jetzige Frau, die ich habe jetzt, die darf ja noch nichts davon wissen. Ja. Also. Ich habe sie auch bis jetzt verschwiegen. Ja. Zwei Kinder hast du schon. Ja. Hast du die mal rangehalten in deinem Alter? Ja. Mann, erst 22. Wie alt sind denn die Kinder? Die müssten jetzt 1,5 und 1 sein. Mhm. 1,5 und 1? So eng beieinander? Ja, also es sind zwei verschiedene Frauen. Ja, ist mir schon klar. Mhm. Du sagst, die müssten jetzt so alt sein. Das heißt, du hast gar keine Verbindung zu den Kindern. So richtigen Bezug habe ich nicht, aber ich muss darauf aufkommen, die bezahlen halt, das Unterhalt. Mhm. Wie oft siehst du die Kinder? Ich habe die bis jetzt 3-mal gesehen. 3-mal erst? Ja. Liegt das an dir oder liegt das an den Frauen, dass die das nicht möchten? An den Kindern. An den Kindern? Also ich war jetzt von den Kindern die Mütter. Also die Mütter wollen das nicht, dass du so oft Kontakt mit denen hast. Ja. Mhm. Und wenn ich das jetzt... Ich weiß jetzt nicht, wie ich das meine Frau erzählen soll. Also deiner Freundin. Du bist ja. Ja, meine Freundin, ja. Ja. Mit der du jetzt ein Jahr zusammen bist. Ja. Also, ich will mal sagen, Boris, es gibt ja nun Schlimmeres als zwei Kinder zu haben, ne? Ja. Also nur keine Schande, ist ein bisschen ungewöhnlich. Ich liebe sie, ich liebe meine jetzige Frau. Aber ja, nun langsam. Also es ist ungewöhnlich, dass du im Alter von 22 Kinder hast und dass das so schnell und mit zwei verschiedenen Frauen und so. Es reicht ja schon, wenn sie mir meine Vergangenheit auf den Kopf wirft, aber. Und dennoch, jetzt wenn ich ihr erzähle, dass ich noch zwei Kinder habe. Was ist denn da noch los in der Vergangenheit? Ich habe zu viele Frauen, sie hat zu viele Frauen angeblich in ihren Augen. Sie wirft mir das heute noch auf den Kopf. Also deine jetzige Freundin wirft das dir vor, dass du zu viele Mädels hattest? Genau. Mhm. So. Was ich jetzt aber gerade sagen wollte ist, das ist jetzt alles vielleicht nicht so ganz normal und vielleicht auch ganz elegant. Aber wenn du ihr ganz offen sagst, pass auf, da läuft ja nichts mehr mit den Frauen, aber ich habe nun mal zwei Kinder, ist das doch nicht so schlimm? Ich weiß nicht. Ja, aber ich traue mich nicht. Warum nicht? Hast du Angst, dass sie dich dann verlässt? Genau das. Aber warum sollte sie dich verlassen? Warum soll sie mich nicht verlassen? Weil sie dich liebt und weil du mit diesen Frauen ja nichts mehr zu tun hast. Gut, du hast jetzt eine Verantwortung zu tragen, da sind Kinder, aber das hat ja mit eurer Beziehung direkt nichts zu tun. Hm? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Boris, ich, wie gesagt, ich kann das gar nicht so ganz nachvollziehen, dass das so schwer für dich ist. Letztendlich musst du es ihr aber sagen, wenn du mit ihr zusammenbleiben willst, denn sie wird es ja rauskriegen. Was? Nun ist er weg. Nun ist Boris weg. Dann machen wir weiter mit Christoph. Christoph ist 22. Na, hallo Boris. Ach, nein, das war der von gerade. Ja, da war ich ganz vertieft jetzt. Der so ein bisschen seltsam sprach, ne, der Boris. Ja, so ein bisschen, naja. Christoph, also, 22 Jahre bist du. Jawohl. Mhm. Was ist es bei dir, was dein Partner, deine Partnerin nicht wissen sollte? Ja, dass ich was mit ihrem Bruder hatte. Mhm. Das ist ja ziemlich unangenehm. Ja. So, lass uns einfach mal die Grundfakten klären. Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? Über 4 Jahre. 4 Jahre schon? Mhm. Ja. Und du hattest was mit ihrem Bruder? Mit ihrem Bruder, mit ihrem Bruder. Einmal? Nee, leider nicht. Also öfter. Und zwar fing das an, wir sind, inoffiziell sind wir seit 1 Jahr verlobt. Mhm. Und dann haben wir dann halt vor 4 Monaten, haben wir dann halt eine offizielle Verlobungsfeier gemacht. Mhm. Wo dann halt, weil sie ist Moslem und wo dann ihre Familie aus der Türkei kam und alles. Mhm. Ja, und danach haben wir halt gefeiert und meine Freundin war zu dem Zeitpunkt im 8. Monat schwanger. Mhm. Und ja, nachdem die Familienfeier vorbei war, wollte ich natürlich noch mit meinen normalen Freunden feiern gehen. Ja. Also beziehungsweise mit ihrem Bruder und so, weil ihr Bruder ist halt von der Familie verstoßen worden, weil er sich halt vor einigen Jahren so sowas wie ein Coming-out gegeben hat. Achso, der ist offiziell schwul.
Er ist bisexuell. Bisexuell, aber offiziell und ist ja auch kein Geheimnis. Mehr oder weniger. Also die Eltern erzählen es natürlich nicht seiner Oma und Opa, das würde der natürlich dann... So, lange Rede, kurzer Sinn, wer hat da jetzt wen verführt? Eher dich oder hast du dich an ihn? Im betrunkenen Kopf wir beide eigentlich. Mhm. Also ich meine, nach dieser Verlobungsfeier? Ja, wir sind feiern gewesen in Köln. Mhm. Ist ja so mehr oder weniger die schwulen Metropole. Da haben sie uns dann so, sind wir in so einen Club gegangen, wo er halt gerne reingeht. Ja. Ja, und da war halt die Stimmung, ich weiß nicht, war ganz komisch. Auf jeden Fall haben wir uns geküsst und ja. Wie lange liegt das denn jetzt zurück? Das liegt jetzt knapp 3 Monate zurück. Ach so, das ist noch ganz, ganz frisch alles. Ja, wir haben uns nach der Verlobungsfeier, nachdem das passiert ist, haben wir uns dann nicht gesehen eine Zeit lang. Mhm. Also er kommt uns normalerweise immer besuchen. Christoph, was ist denn da jetzt überhaupt bisher abgegangen? Also bisher habe ich nur gehört, dass ihr in Köln in irgendeiner Disco wart und habt geknutscht, ihr beiden Jungs. Ja, und danach... Gab es Sex zwischen euch beiden? Ja. Ja, wie viel Mal gab es in diesen 3 Monaten Sex? Viel zu oft. Das ist noch keine Antwort. 10 Mal, 5 Mal? 15, 16, 17 Mal so. Mhm. Das heißt, du bist da gut bei der Sache, es macht dir Spaß und offensichtlich bist du auch bisexuell. Ja, anscheinend. Also es ist so ganz, ich habe das Gefühl, als wenn ich in Momo verliebt wäre. In den Jungen? Ja. Mhm. Aber dann kommt auch dabei. Das heißt, das Problem ist jetzt noch ernster. Es ist nicht nur irgendein Sexspaß, den du da mit dem Bruder auslebst von deiner Freundin, sondern du bist auf dem besten Wege, dich auch noch zu verlieben in den. Ich habe diesen Eindruck, aber ich liebe meine Frau ohne Ende, also meine Verlobte. Mhm. Und ich habe so einen süßen Sohn, das ist ein Sinan, der ist 2 Monate alt und ich kann ihm doch nicht sagen, Papa ist schwul. Ich kann damit irgendwie nicht richtig, ich kann mit meinen Freunden nicht reden, ich kann mit niemandem reden. Nee, also ich finde, da sind jetzt erstmal 2 Probleme. Einmal gehst du, das ist mir jetzt völlig egal, ob du da mit einem Typ fremd gehst oder mit einer Frau fremd gehst, du gehst dann deiner Frau fremd. Ja. In den letzten 3 Monaten heftigst. Du glaubst gar nicht, wie schlecht ich mich dabei fühle. Ja, ist mir klar. So, und dann kommt natürlich jetzt auch noch so dieses Identitätsproblem dazu, dass du denkst, was ist denn mit mir los? Bin ich jetzt schwul oder was? Also wenn mich einer früher als schwul tätowiert hat, da habe ich gesagt, meine Freundin wird sich wünschen, dass ich schwul wäre. So. Also, wie sieht es denn jetzt, wie ist denn so der sexuelle Kontakt im Moment, seitdem diese Affäre mit dem Mann läuft? Nach der Schwangerschaft konnte meine Frau ja sowieso nicht, also konnten wir sowieso nicht erstmal miteinander schlafen, die ersten 4 Wochen, glaube ich, durften wir gar nicht. Wann ist das Kind denn geboren worden? Vor 2 Monaten. Ach so, das passt alles zueinander auch noch. Naja, ja, und jetzt, wo sie halt so langsam wieder Lust bekommt, ich weiß nicht, also wir hatten miteinander Sex gehabt vor knapp 3 Wochen und mir ist danach kotzübel geworden. Dir? Ja, also ich weiß normalerweise, also ich hätte am liebsten gesagt, ich habe Migräne heute. Das ging auch nichts, also da ging gar nichts eigentlich. Und es hat ja auch noch einen dritten schweren Aspekt, diese Geschichte, nämlich, dass es sich um den Bruder deiner Freundin handelt. Ja, genau. Das heißt, das ist ja für deine Freundin, bricht ja eine Welt zusammen, wenn sie das erfahren würde. Ja, das Problem ist auch noch, der kommt jeden Tag zu uns halt, weil er von seiner Familie verstoßen ist. Mhm. Und ich wohne mit meiner Frau zusammen, also wir wohnen zusammen. Mhm. Wir haben uns auch, und das Schlimme ist noch, wir haben uns so viel aufgebaut zusammen. Also in unseren jungen Jahren, wir haben sehr viel viel gespart und gearbeitet und so, damit wir halt dann an dem Zeitpunkt, wo ich gehört habe, dass sie schwanger ist. Weißt du, Christoph, was mich gerade ganz stutzig macht, wenn du sagst, ich habe mit ihr geschlafen und mir war übel. Mir war fast übel. Ja. Das macht mich sehr stutzig. Ja, mich auch. Also wenn du sagst, das ging vorher sexmäßig bei euch wirklich gut ab, die ganze Geschichte. Ja. Es hat dir Spaß gemacht, du warst dabei und sagst jetzt, mir wird fast übel, wenn ich mit der Frau schlafe. Hast du währenddessen an den Bruder deiner Frau gedacht? Ach, du fragst, weiß ich gar nicht. Also ich war eigentlich mehr am Kämpfen, dass sie dann nicht unbedingt, dass sie das nicht merkt. Also ich weiß gar nicht so genau, woran war dir, ich das gedacht habe. Das muss ich nochmal fragen. War dir übel, weil du da mit einer Frau geschlafen hast? Oder war dir übel, weil dadurch das ganze schlechte Gewissen hochkam und die ganze Geschichte dir so im Kopf war? Ich habe am meisten dabei an meinen Sohn gedacht, an meinen Sohn Sinan. Du glaubst gar nicht, wie schlecht es mir dabei ging dann. Nochmal gefragt, war dir übel, weil du im sexuellen Kontakt mit einer Frau warst? Ja, das muss ich ja herausfinden. Ich weiß es nicht. Also ob das jetzt an ihr gelegen hat oder dass sie halt eine Frau ist,
Ich weiß es echt. Guckst du denn, lass uns das noch ein bisschen vertiefen. Denkst du, wenn du onanierst, auch noch an Frauen zurzeit oder nur an ihn? Ich onaniere überhaupt nicht. Also ich überlasse dann Momo. Aha. Wenn du auf der Straße gehst, guckst du mehr Jungs hinterher oder Frauen? Also wenn ich da so einen, wenn ich das jetzt mal so salopp sagen darf, wenn ich dann einen geilen Arsch von einer Frau sehe, gucke ich natürlich gerne hinterher. Aber irgendwie ist dieser Mann, dieser dein Schwager, ist es ja dein Schwager, ne? Mein Schwager, ja. Ist dir absolut im Kopf, ne? In jeder Situation. In jeder Situation, auf der Arbeit, ich kann mich kaum konzentrieren. Mhm. Also das hört sich schon so an, als wärst du richtig verliebt in den. Ja. Du bist auch zärtlich zu dem. Ja, schon. Also wie man das halt so im Auto macht dann. Weil wir treffen uns natürlich dann nicht bei ihm, weil da ist das Risiko viel zu groß wäre, dass da mal einer kommen würde. Ja, ne, ich beziehe es jetzt gar nicht auf den sexuellen Vorgang, sondern so ist es innig zwischen euch beiden auch. Ja, wir mailen natürlich dann auch mal liebe Sachen zueinander. Ja, ist auch schon mal so die Formulierung gefallen, ich hab dich lieb oder so? Ja, lieb schon. Das schon. Ja. Hört sich sehr ernst an, Christoph, finde ich. Hört sich sehr ernst an. Auf der anderen Seite sagst du liebst deine Frau. Dein ja, Mädel. Über alles. Mhm. So, jetzt ist der Schlamassel aber perfekt, ne? So geht's das ja nicht weiter. So geht's ja nicht weiter. Ja. Also wir spielen mal eben beide Möglichkeiten durch. Du trennst dich definitiv von deinem Schwager. Da passiert gar nichts Erotisches, gar nichts mehr. Was ist das für ein Gefühl für dich? Ja, ich meine, ich habe eigentlich, Sexleben war für mich mit das Wichtigste. Das was? Mein Sexleben ist für mich eigentlich mit das Wichtigste immer gewesen. Das heißt, Frage war, was löst das in dir für ein Gefühl aus, die Vorstellung, nie wieder nah an den Schwager ranzukommen? Ich wäre traurig natürlich. So, andere Variante, du löst dich von deiner Freundin, von deiner Frau, trennst dich von ihr. Ja. Was löst das aus? Ja, dann denke ich natürlich in erster Linie an meinen Sohn. An den ganzen Sachen, die wir uns zusammen aufgebaut haben. Aha. Und dann, dass ich sie halt auch vermissen würde irgendwie. So, aber interessant. Guck mal, in welcher Reihenfolge du das gesagt hast. Du denkst an deinen Sohn, was dich sehr ehrt, denn du trägst eine Verantwortung. Dann denkst du an materielle Dinge, die ihr aufgebaut habt. Und dann würdest du sie auch noch vermissen. Aber das kommt erst an dritter Stelle. Ja, das ist wahrscheinlich dann auch die Gewohnheit. Das sagt ja schon viel aus über das, was in deinem Herz los ist. Wenn du jetzt mit Feuer und Flamme bei der Frau noch wärst, dann hättest du als erstes geantwortet, mein Gott, ich wäre stürzunglücklich, wenn sie weg wäre. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass du jetzt im Moment in einer ganz entscheidenden Umbruchsphase in deinem Leben stehst. Im Moment. Mit riesigen Folgen für dein Leben. Mit unter Umständen wirklich dramatischen Folgen. Und Umbruchsphase meine ich, dass es kurz oder lang auf eine Trennung hinauslaufen wird von deiner Freundin. Ob du dann ein schwules Leben führst, sei dahingestellt. Aber irgendwie zieht es sich ja sehr zu deinem Schwager. Aber wie das dann mit deinem Sohn geregelt wird, das weiß ich auch nicht, weil deine Freundin wird ja den absoluten Anfall kriegen, ja zu Recht ja auch. Du gehst fremd mit ihrem Bruder. Ihr eigener Bruder geht fremd mit ihrem Freund. Das ist ja die Hölle für das Mädel. Das ist, glaube ich, für jeden die Hölle. Natürlich, natürlich. Ihr beide habt richtig Mist gebaut. Christoph, aber richtig. So, nun kann man natürlich sagen, wo die Liebe hinfällt. Wenn ihr beiden euch jetzt wirklich tief liebt, ihr beiden Jungs. Ja, dann ist uns das sowieso total egal. Bitte? Dann ist uns sowieso alles total egal. Ja. Ja. Aber du musst jetzt eine Ordnung da reinbringen. Du kannst das nicht so weiterführen. Du musst jetzt in dich reinhören, was dein Herz sagt. Wie du am ehrlichsten leben kannst. Du kannst das nicht so weitermachen. Aber wirklich nicht. Möchte ich wirklich an dich appellieren, dass du da einen geraden Weg jetzt gehst. Da wo ich jetzt gerade wohne, ich wohne in so einem kleinen Ort namens Stonebridge, da muss ich wegziehen. Ja. Ich glaube, da kann ich nicht mehr auf die Straße gehen. Ja. Gut, dass du es jetzt auch nochmal gesagt hast, aber man hat es gar nicht richtig verstanden. Wiederhole es nicht nochmal. Also, Christoph, ich habe gesagt, was es zu sagen gibt. Du musst eine Linie finden, du musst eine Klärung für dein Leben finden. Meinst du, dass ich das mit ihnen halt machen soll, klären soll, oder dass ich mir das selber
ich finde, dass du wirklich in dich hineingehen musst, ganz tief, und sagen und dich fragen musst, was will ich? Und wo schlägt mein Herz? Und wo ist ehrlich am meisten die Liebe? Und wo ist die Liebe nicht mehr? Da musst du dich entscheiden. Hm. Ich finde, es hört sich so an, als würdest du eher zu dem Mann tendieren. Und wie du das mit dem Kind regelst und was ihr deiner Frau sagen werdet, das ist natürlich, da habt ihr einiges vor euch. Viel Vergnügen. Aber das habt ihr euch nur eingebrockt. Aber so ist es. Aber ja, ich wollte mich nochmal recht herzlich bei dir bedanken, dass ich überhaupt mal mit jemandem rüber reden konnte. Christoph, alles Gute. Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön. Vielen Dank noch. Tschüss. Tschüss. Die Elke, 44 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Elke, gehst du noch näher ans Telefon, damit ich dich besser hören kann? Natürlich. Das darf mein Partner niemals wissen, heißt die Sendung. Ich habe Schwierigkeiten gehabt, dich überhaupt anzurufen, weil ich nicht weiß, ob irgendjemand jetzt zuhört oder nicht. Aber ich bin jetzt seit 3,5 Jahren mit jemandem zusammen. Mhm. Und am Anfang lief es auch ganz gut, aber jetzt im Moment haben wir erhebliche Schwierigkeiten und es läuft im Bett überhaupt nicht mehr für mich gut. Ich denke mir, also er kommt total auf seine Kosten, aber ich halt nicht mehr. Mhm. Wie ist das zu erklären? Ja, ich empfinde keine Lust mehr. Mhm. 3,5 Jahre, das heißt, am Anfang war es besser. Ja. Und seit wann ist es jetzt für dich so, wie du es gerade geschildert hast? Seit circa einem Jahr. Seit einem Jahr schon. Mhm. Warum ist das jetzt seit einem Jahr so? Kannst du das erklären? Er hat sich irgendwie verändert. Er guckt nach anderen Frauen, das macht mir zu schaffen. Er ist sehr eitel, er sieht toll aus und ich fühle mich immer irgendwie so, ja, als Dornröschen so. Oder so als Schneewittchen, so, weißt du, so, naja, beachtet mich halt nicht mehr. Schneewittchen sah auch toll aus. Ja, aber trotzdem, er gibt mir keine Komplimente mehr. Ja. Er ehrt mich nicht mehr, er hat keinen Charme mehr und... Lass mich mal eben einhaken, das finde ich eine schöne Formulierung. Er ehrt mich nicht mehr. Was meinst du damit? Am Anfang, weißt du, am Anfang, ich habe viel gemacht, Sport und Tanzen und so und Er war irgendwie von mir begeistert, aber jetzt im Moment, ich mache halt nichts mehr. Also ich lasse mich auch nicht gehen oder so, aber... Nur heißt ja die Sendung, das darf mein Partner niemals wissen. Ja, ich mache ihm was vor. Ach so, im Bett auch? Ja. Ach so. Ja. Mhm. Ich habe einfach, ich meine, ich habe noch Lust mit ihm zu schlafen, aber weißt du, dieses ganze Ambiente drumherum und alles Mögliche, das stimmt überhaupt nicht mehr. Weißt du, dann ist aber auch allerhöchste Eisenbahn, Elke, dass dem jetzt ein Riegel vorgeschoben wird. Dass das sofort unterlassen wird von deiner Seite aus. Hm. Aber schleunigst. Und dass alles auf den Tisch kommt, worüber du unzufrieden bist. Ich habe ihm das schon öfter gesagt und es gab auch schon öfter deswegen Streit. Und wenn ich dann mit ihm darüber rede, dann antwortet er mir plötzlich nicht mehr. Ja. Er antwortet mir einfach nicht mehr. Ich rede gegen eine Wand. Ich sage ihm, sag ihm mal, dass du seit einem Jahr aus Unzufriedenheit, aus Frust heraus und weil du dich so in die Enge getrieben gefühlt hast, ihm was vorgespielt hast im Bett. Und dir das Wasser jetzt bis hier steht und du musst jetzt reden. Mhm. Und wenn ihm an der Beziehung gelegen ist, muss er mitreden. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr das alleine nicht könnt, dann geht zu einer Beratung, zu einer Paarberatung. Und du wirst daran messen, ob dieser Mann dich wirklich liebt, nämlich wie er und ob er auf dich eingeht. Wenn er nicht auf dich eingeht, wenn er dich wegwischt und wenn er auch nicht bereit ist, vielleicht zu einer Paarberatung zu gehen, ist es zwar sehr bitter und traurig für dich, aber es ist der beste Beweis, dass du ihm wirklich egal bist. Das, was du schon meinst zu wittern, aber vielleicht bildest du dir das ja auch alles nur ein. Vielleicht hat sich das ja auch alles so hochgeschaukelt. Ich habe wirklich den Eindruck, nach den paar Minuten, in denen wir uns jetzt unterhalten haben, dass ihr viel zu wenig geredet habt. Dass du vielleicht auch viel zu schnell still gewesen bist. Und hast das mit dir machen lassen, dass er dann nichts mehr sagt. Liebe Elke, die Sendung ist jetzt gleich um. Ich möchte dich aber auch nicht so abrupt verabschieden. Wenn du gerne möchtest, kannst du auch noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen. Ja, gerne. Gut, das ist die Heide, die ruft dich gleich an. Alles klar, okay. Alles Gute von Herzen. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss.
So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Michael Jansen, morgen freie Themennacht. Donnerstag sind wir um 11:45 schon im WDR-Fernsehen nach dem Kanzlerbungalow. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht und freue mich auf ein Wiederhören und Wiedersehen morgen Nacht. Bis dahin, tschüss.